Gut, da kann schon Slip wieder. Holen wir mal hier zurück. Dass er sich heilt. Ich könnte eigentlich noch einen Helden anheuern. Und noch mehr Hopliten. Goldabbau könnte ich steigern. Sollte ich vielleicht auch machen. So wenig Gold, wie ich zurzeit reinkriege. Oder einfach nur noch zwei Goldsammler zusätzlich. So, den einen Milizsoldaten da soll ich loswerden. Ich find's lustig, Zitz hat, Gott Poseidon, aber trotzdem ist da eine Pharaonenstatue. Habe ich einen neuen Pegasus? Ja, habe ich. Ich habe auch neue Löwen. Prostagma. Okay, ich will hauptsächlich ihre... Militärbauten ausschalten. Sollte ich auch direkt machen, damit ich von da aus keinen Stress mehr kriege. Hätimos. Okay. Da ist schon wieder ein Trupp. Versuche ich mal von außerhalb den Turm einzureißen. Und jetzt endlich mal meine Bogenschützen abzugraden, weil jetzt kriege ich endlich Gold rein. Wow, das ist nicht gewollt. Weg mit euch, weg mit euch. Schickt beide Truppen hin. Und halt mal alles. So, viel besser. So, jetzt da ich hier die Gegner losgeworden bin. Ich mit meinen... Petropoli hier ein bisschen mehr Radau machen. So. Hier die Mauer einreißen, da durchfahren, da die Kaserne einreißen und dann hat sich das. So, noch mehr Hopliten und ein paar Toxoti wären nicht schlecht. Ah, das sind waren Hepalisten. Wie heißen sie? Peltaste. Ich wollte ja Toxoten. Und ja, ich sag's immer noch falsch. So, ich krieg jede Menge Holz, aber das hier kostet Nahrung. Das kostet auch Gold. Das hier könnte ich verbrauchen. So. Dann greift ihr mal bitte die Kaserne an und dann haben wir Ruhe. Hier. Lege, Orthos. Isvoli. Okay, kommt, greift zuerst den Wachturm an, der ist eh im Weg. So, und jetzt die Kaserne weg. Und da ist alles okay. So, nochmal 5 Hopliten. Und bessere Rüstung. Jetzt haben wir gar keine Nahrung mehr übrigens. So, das heißt, jetzt wird das Tor hier oben eingerissen. Und das Dorfzentrum Magikont ignoriert. Weil jetzt haben wir von hier aus nichts mehr zu befürchten. Jetzt sind ihre Armeegebäude nämlich zerstört. Und ihre Kavallerie ist sinnlos, weil die einfach nicht abgegradet ist. Genau, macht erstmal das Gebäude kaputt und ihr könnt ruhig das Tor einreißen. So.
noch ein paar Truppen. Und ihr habt kein Gold mehr, also geht ihr mal hier oben sammeln. So. Alle mal mit Bronze überziehen. Hält 1,5 Minuten, sehr schön. Oh nein, du sollst nicht als einziger da die Festung angreifen, das ist ungesund. Ja, Zirz hat ein Dorfzentrum verloren. Und ja, die Oh! Zirz ist wütend. Hätte ich jetzt noch meinen Blitz, hätte ich sie einfach mal instant töten können. So, gewonnen. Alles noch töten und gut ist. Ich dachte schon, ich würde den Rest meiner Tage auf dieser elenden Insel verbringen. Ich stehe tief in eurer Schuld, aber ich muss zurück nach Hause. Hab Dank, Akanthos. Ihr schuldet mir nichts, mein Freund. Nehmt eines unserer Schiffe und segelt heim. Ja, das war's. Jo, damit haben wir ein kleines Intermezzo gehabt, also mal wieder als Griechen. Habe ich ja schon mal angekündigt, dass wir nicht durchgehend immer nur ein Volk spielen werden, sondern die Griechen immer mal wiedersehen werden. Jetzt steht es hier ja. In diesem Abschnitt der Kampagne betreten Sie das Gebiet der Wikinger. Möchten Sie eine kurze Einführung zu den Wikingern sehen? Da ich euch ja die Einführung zu den Wikingern noch nicht gezeigt habe und die zu den Ägyptern auch erst als sie kamen, sagen wir ja. Es gibt drei Dinge zu beachten, wenn sie die Wikinger spielen. Anstatt Kornspeicher oder Lager zu bauen, bringen die Wikinger ihre Vorräte zu mobilen Lagerstätten, den sogenannten Ochsenkarren. Ochsenkarren können im Dorfzentrum ausgebildet und an fast alle Punkte auf der Karte gesandt werden. Ein weiterer Unterschied besteht darin, wie die Wikinger die Gunst der Götter erwerben. Anstatt zu ihren Göttern zu beten, gewinnen die Wikinger ihre Gunst in der Schlacht. Sie kämpfen einfach, um ihre Götter wohlzustimmen. Immer wenn ein nordischer Krieger etwas im Spiel bekämpft, erhöht sich ihre Gunst. Der letzte Unterschied besteht darin, dass sämtliche Gebäude der Wikinger von Infanterieeinheiten errichtet und repariert werden. Sammler haben bei den Wikingern nur die Aufgabe, Felder anzulegen und Rohstoffe zu sammeln. Alle nordischen Infanterieeinheiten können Gebäude errichten und reparieren. Jo. Das ist die Einführung zu den Wikingern gewesen, mein Lieblingsvolk in dem Spiel. Warum kann ich auch nicht genau sagen, weil eigentlich widersprechen die Wikinger meinem Spielstil. Sie sind nämlich ein ziemlich offensives Volk, aber das sehen wir ja gleich im nächsten Szenario. Dem Norden. Zumindest hat Gagarensis den Weg freigereimt. Dies ist der Durchgang, den wir gesucht haben. Dahinter liegt Midgard. Hoffentlich ist es in Midgard wärmer. Der Norden, voll verworrener Ding, voll Sagen und voll müder Aug. Und all die Unschuld ist dahin, durch Kummer und durch Sorgen. Die Lawine hat unsere Einheiten zerstreut. Zuerst müssen wir unsere Männer wieder sammeln. Wir brauchen jede Hilfe, um diese Schlucht lebendig zu durchqueren. In der Schlucht wimmelt es von Wölfen. Wir müssen aufpassen. Sie kommen meistens in der Nacht heraus. Jo. Alle Truppen sind jetzt verteilt. Das heißt, wir müssen sie zusammenziehen und eine Siedlung besetzen. Suchen Sie sorgfältig eine Siedlung aus, auf der Ihre Infanterie ein Dorfzentrum errichten kann. Beauftragen Sie dann Dorfbewohner und Ochsenkarren, Nahrung von erlegten Tieren sowie Holz und Gold zu sammeln. Zwerge können Gold selber schneller sammeln. Und ja, Zwerge.
Schwerpunkt nordische Kultur. Die Infanterieeinheiten der Wikinger können Gebäude errichten. Die Lagerplätze der Wikinger sind ihre Ochsenkarren. Einheiten, die bewegt werden können. Ihre Dorfbewohner eignen sich nur vom Sammeln von Rohstoffen. Einer der Dorfbewohner, der Zwerg, ist in der Lage, Gold sehr schnell zu sammeln. Die Wikinger können beliebig viele Helden, die sogenannten Hersen, ausbilden. Wikinger erlangen Gunst, indem sie kämpfen, besonders mit dem Hersen. Genau. Und dann kann ich auch gleich mal kurz den Tech-Tree zeigen. Genau. Das ist jetzt der Tech-Tree der Wikinger. Also anders als der von Zeus, also der Griechen, mit schönem Marmor-Hintergrund und der Ägypter mit dem Sandstein, haben die Wikinger einen Holz-Hintergrund. Jo. Bleiben wir mal gerade bei Thor, was wir sind. Also man sieht schon mal dezente Unterschiede. Hauptsächlich an den Mauern. Mauern können wir nämlich nur ein einziges Mal upgraden. Genauso wie Türme. Nur ein einziges Mal upgradebar sind, im Gegensatz zu den Griechen zum Beispiel. Die haben ja hier das Wachturm-Upgrade. Und die Ägypter haben sowieso ziemlich viele Upgrades. Die sind ja hauptsächlich defensiv. Weiterer Unterschied ist, wir haben im Gegensatz zu den Ägyptern wieder wie bei den Griechen hier diese allgemeinen Upgrades für Infanterie und Kavallerie. Wird beides im Langhaus gemacht. Oder halt in der Bergfestung kann man das auch machen, wird hier nur nicht angezeigt. Ah doch, hier unten drunter, Entschuldigung. Hier genau. Also wir haben nur zwei Ausbildungsgebäude. Das Langhaus für die Grundeinheiten. Den Ulfsärg, den Axtwerfer, den berittenen Stoßtrupp und den Hersen. Und die Bergfestung für die Eliteeinheiten und die Belagerungswaffen. Also den Huskarl, den Jarl, die Ramme und die Balliste. Außerdem, wie man schön sehen kann, weil wir Thor spielen, haben wir eine Zwergenwaffenkammer, bei der sich die Upgrades einmal so durchziehen. Und die Upgrades übrigens auch ein Viertel billiger sind. Ja, so ungefähr. 40% billiger. Wobei die Schilde hier mir recht teuer vorkommen mit 300. Zeig mal kurz Poseidon, Zeus. Ne, 300. Komisch, die Schilde werden gar nicht billiger. Oder kostet es nur weniger Gold? Nein, es kostet eigentlich auch weniger Nahrung, wenn ich mir so ansehe. Ja, 200, 150, 150 ist die erste. 150, 100, 100 sogar. Ja, 50 billiger. Und hier, die beiden sind 100 billiger sogar. Nur Holz wird nicht billiger. Und Eisensachen sind allgemein teuer. Gut, soviel zu den Wikingern. Bei den Schiffen sind eigentlich alle Völker ziemlich gleich. Und ja, wir haben halt Ochsenkarren. Man sieht, die Ochsenkarren werden im Dorfzentrum hergestellt. Also werden hier als Einheit angezeigt, sind aber auch ein selbstständiges Gebäude. Und dort werden alle Ressourcenforschungen erforscht. Gut, soviel jetzt zur Einführung der Wikinger. Wir legen jetzt mal los. Schicken erstmal unsere Truppe hierhin. Machen den Fenriswolf kalt und gucken mal, was haben wir da. Kleines Goldrinsal vom Ring der Nibelung. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier außen rum. Oder unten rum. Hier werden ein paar Wildschweine. Weil hier hätten wir Einheiten, die wir einsammeln müssen. Und Garayns ist halt schon das heroische Zeitalter erreicht. Also wir sollten keine Zeit verlieren. So, der Fenriswolf kann noch weg. Und ja, man sieht, wir kriegen wirklich durch den Kampf Gunst. Was ich auch ziemlich cool finde an den Wikingern. Die können ziemlich schnell Gunst erlangen. So, wir haben jetzt mehr Einheiten. Wir haben auch Amandra jetzt. Das heißt, wir haben ein paar mehr Helden.
Ja. Skipan. Sat. So, ziehen wir mal die Einheiten in die Richtung auch zusammen. Ja. Querer thau. Something. Something. Skipan. Something. Ja. Ja. Naja, gut, berittener Stoßtrupp ist nicht so wichtig. Gegen den Herzen kommst du nicht so gut an. Achso, du lebst noch. Gut. Okay, jetzt bist du weg.